Hallo und herzlich willkommen im Namen des California Wine Institutes. Ich bin Barbara Banner von Organized Communications und ich freue mich sehr, dass Sie heute alle bei der Schulung, bei dem Launch unseres neuen Schulungstools Capstone mit dabei sind. Capstone, das ist wirklich ein begeisterndes Programm, ein Meilenstein für Kalifornien. Und Capstone ist für Einsteiger, Fortgeschrittene, für echte Weinfreaks, genauso wie für Schüler, Journalisten und alle, die mehr über kalifornische Weine wissen möchten. Ich darf Ihnen vielleicht kurz noch zum Ablauf sagen, unserer Präsentation heute, dass wir zunächst mal ein sehr spannendes englischsprachiges Video für Sie haben, in dem die Plattform vorgestellt wird. Es ist also sehr interessant, weil diese Plattform wurde innerhalb eines Jahres nur aufgebaut. Also das Corona-Jahr trägt auch positive Früchte. Das wird ungefähr 15 Minuten dauern und dann übergeben wir schon direkt an Dietmar Meisenhölder. Ich freue mich, dass ihr da seid in Stuttgart, lieber Dietmar, von der Vinophilium Wine Academy. Dietmar wird mit seinem Team die deutschsprachigen Capstone-Kurse durchführen und wird Ihnen auch noch mal kurz erklären, wie wir das in Deutschland durchführen werden. Danach gibt es dann noch mit Konstantin Baum, Master of Wine, unsere kleine Mini-Verkostung. Ja, dafür schon mal viel Freude und viel Spaß. Und noch ein kleiner technischer Hinweis: Stellen Sie Ihre Fragen gerne über den Chat. Wir werden die dann an die Referenten weiterleiten und sie so gut wie möglich beantworten. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß, eine gute Verkostung und ja, eine tolle Erfahrung mit Capstone und allem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt. Viel Spaß! I'm Honor Comfort, Vice President of International Marketing for California Wines, and I'm excited to present to you today our new online wine education platform, Capstone California. For the past year, we've been working with Master Sommelier Evan Goldstein and his business partner Liming Stroh at Full Circle Wine Solutions to develop a comprehensive wine education program exclusively for California wines, one that is both innovative and informative. California is the fourth largest wine region in the world, and there's growing curiosity about our wines around the globe. So we set out to create the definitive source of information on California wines, developed specifically by and for the international wine trade. At the core is a four-tier certification program that's both rigorous and exciting. We've supported this program with additional educational resources, including study guides, videos, aerial flyover maps of the major regions of California, and maps of every AVA across the state. In a moment, Liming is going to walk us through this program in detail, but first, let's hear from Evan on some of his thoughts behind the Capstone program. The California wine industry has changed over the years in the sense that it's matured tremendously. I actually got into wine professionally in the late 60s, early 70s. During that period of time, there were literally, one went up to the Napa Valley, for example, probably about 8 or 10 spots that you could actually visit, whereas today, you know, there's over 450 wineries operating today, so you couldn't hit all of them, even if you did one a day over the span of a year. And of course, with an expansion in terms of numbers of wineries, you have different grapes, more voices, more personalities, different styles, and obviously that all contributes, if you will, to the rich tapestry of what California wine is all about. This platform has a really comprehensive study of all of the California wine regions and all of the primary varieties. The chapter on California grapes is broken down into four levels. Think about it like going to university. You need to cover it all over 4 years. The first level is sort of an overview.
many grapes are going to be familiar to you as they're grown everywhere in the world. What's unique to California is our approach, creativity, innovation, and desire to make things in our own way, in our own style, with our own take. And that'll become clearer the more you learn. And now, Lee Ming Stroh, partner and founder at Full Circle Wine Solutions, is going to walk us through in detail CapstoneCalifornia.com, the learning hub for the Capstone program, and also the place where you can find the four-tier certification program on California wines. Hi, everyone. My name is Lee Ming Stroh, and I'm the founder and CEO of Full Circle Wine Solutions. Wine Institute has entrusted Master Sommelier Evan Goldstein and me to create and launch a state-of-the-art education platform, complete with a brand new certification program. I'm delighted to share Capstone California with you today. So here's a deck to show you more about Capstone California, a comprehensive study of California wine presented by California Wines and Wine Institute. Capstone California is an essential tool for global wine professionals. We have here the definitive course on California wines, and we've prepared a rigorous and prestigious wine certification program. You can check us out by scanning this QR code here that will take you straight to the CapstoneCalifornia.com website. This was created by internationally recognized California wine experts. It presents not only curriculum, but also an in-depth study of California's wine regions and varieties. All of this will be presenting over time more and more multimedia content and also presented in multiple languages. As you go to CapstoneCalifornia.com, you will find a hub for not only the certification program, but also accessible study guides and resources for you if you're teaching about California wine or studying about California wine. We have an online and virtual event calendar, as well as updates and announcements from our offices from all over the world. And we have blog posts with contributors and video content as well. We have CapstoneCalifornia.com as a mobile responsive site. It's optimized so that you can see our content on a smaller screen and not be pinned to just a computer or a desktop. This allows this Capstone California to be available for individual study or for group study, and with translations coming soon in Japanese, simplified Chinese, French, Spanish, and much more. Capstone California's certification is available in four levels. Starting with introductory level one, we have 6 hours of content in the introductory level, followed by the intermediate level with 20 hours of content and 22 modules. A tasting is required in level two. In level three, we have an advanced level with 50 hours of content and 26 modules. And by level four, there are 125 hours of content, 27 modules, as well as a tasting. And to become an ambassador level, this also includes a study, an immersion tour of California. Every single level of Capstone California features these 12 chapters. You will find history and lore, geography and climate, soils, grapes, viticulture and vinification, aging and maturation, wine law as it relates to California wines, the official classification of AVAs and subregions in California, the producers and vintages, as well as a business of wine section in every single level. And as you pass the final level exam in every single level, you will have a certificate at each level. When you complete the tasting requirements, you will also be able to receive these benefits. In introductory level one, you can expect a VIP access to a local California wine in person or online event.
Additionally, in Intermediate Level 2, you will receive complimentary passes to additional seminars. And in Advanced Level 3, you can expect to have an invitation to an annual Capstone California alumni dinner and pin ceremony. And last but not least, we have an invitation to the immersion tour of Capstone California. So why get Capstone California certified? Number one, it will help you increase your knowledge and understanding of California wines. It will complement your wine certifications, even if you have WSET, MW, and MS already, and allows you to connect with other wine professionals from around the globe. We have internationally recognized wine educators to mentor as well, and you'll have an opportunity to taste some rare and hard-to-find California wines. We will help you refine your sensory abilities and wine analysis skills, and you will have exposure to this international wine community that we're building together. Last but not least, we hope to improve your selling skills and enhance your value of selling California wines. In addition to the curriculum, you will find study guides under varieties and study guides under wine regions that will cover everything from history to terroir to signature varieties. I will show you a demo next. Here's a quick site demo to give you a taste of what Capstone California's website and curriculum platform is all about. Here at capstonecalifornia.com, we have four essential buttons up top: certification, study guides, resources, and about. If you go through the homepage, you'll also find a lot of content right here on the homepage from all of the different segments of the website, including a quick quiz or topics from our blog, upcoming events, and a place for you to enter in your information to get in touch with us. Here's the certification portion of our site. When you click on certification, you'll first see a landing page that summarizes what is being offered in each of these levels. We are also offering scholarships and local pricing for those who want to take classes with the certification program. Going from level 1 to level 2, level 3 to level 4, all of the course curriculum is laid out here, including the Ambassador Level 4 that has an immersion trip to California. In Level 1, when you click on that, you will be taken to the Level 1 curriculum platform. You can register here. I'm already registered as a student, so it'll take me to my dashboard where I can resume my course. And here, a student's progress is tracked with a tracking bar, and you can search a lesson, or you can go through each of these lessons one at a time. The very beginning, we introduce the desired learning outcomes of introductory level 1. Then we go into history and lore, where Master Sommelier Tim Gazer has written some of the key points of history in California wine. A student has to go through all 16 slides before they can continue to the next lesson. In the second lesson, also written by Master Sommelier Tim Gazer, there is a curriculum that covers three of the historical figures in level 1. And then before a student can move on to the next chapter, they will be required to complete a quiz. The quizzes are short, from 2 to 4 questions, and having at least a 50% pass rate will allow the student to go on to the next chapter. And as laid out previously, the chapters are here from 2 to 3, so on so forth, all the way to chapter 11, and finally a final exam before a certificate can be provided. To finish off our presentation today, I'm going to show you how the other resources on our website work. You can see
The study guides that we have here are sorted by regions as well as varieties. Under regions, each region has its own section where we have the region by the numbers and the region by overview, history, local terroir, signature varieties, benchmark wineries, as well as some partner links. You can always go back to learning more about another region by clicking from the top menu and going, for instance, to the next region. And the same kind of formatting exists with the detail behind every single region. Here in Sonoma County, again, we have the numbers, the overview, the history, and you can really go in depth into what some of the history is for each specific region, how it got its name, when it was established as a sub-region, and also understand more about the geological influences of the terroir in that region. And as mentioned before, some tasting choices and benchmark wineries for you to review and get an understanding of that particular region. We also have a pronunciation guide that helps you pronounce some of these region names. Under varieties, these are varieties that are written by Master Sommelier Evan Goldstein. You can see that every single variety has a signature and styles section, history, wine growing regions, and in fact, some numbers that help explain each of the sub-regions where you can find Chardonnay in this case. And more varieties are also available, and every time you open a variety, you will be taken through this mass of content in very palatable chunks where you can actually go into a food and wine pairing section and read about food and wine pairing, what kind of wine styles you'll find in Cabernet, and what are some different styles of food pairing guides you should expect from a lighter bodied Cabernet versus an aged 8 years plus decades old Cabernet. We also have a resources section where we have aerial maps, AVA maps, tasting mats, tasting note templates, and videos coming soon. Last but not least, in our About section, you can read more about the Capstone Project, and the Active blog will give you information written by some of our global writers, Jancis Robinson, Master of Wine here from the UK, talking about California's state of the state, some information about climate change, and again, with our video series, seeing an Oz Clark interview, for instance, with Elaine Chukka Brown, and Evan Goldstein's recommendation on some of the best wine writer resources to have. This is Capstone, California. We hope you enjoy this demo and enjoy our site. Thank you very much. Thank you so much for joining us today as we kicked off this launch of CapstoneCalifornia.com, the new wine education platform for California wines. We look forward to sharing this program with you, and we invite you to come and check out the website and investigate the new certification program. And we look forward to sharing more with you about California wines as we go forward. Thank you. Ja, einen wunderschönen guten Tag hier live aus Stuttgart. Zunächst mal, liebe Barbara, ganz herzlichen Dank für deine nette Vorstellung. Ich bin ja heute nicht ganz alleine. Neben mir steht Master of Wine Konstantin Baum, der gleichzeitig auch California Wines Ambassador ist. Wir haben hier durch das Fenster strahlt die Sonne richtig rein. Wir bekommen schon das richtige Feeling für den Sunshine State heute. Und wir sind ganz gespannt und glücklich, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Wir sind ganz überwältigt. Ich habe auch schon gehört, es gibt schon einige Fragen im Chat. Die werden wir nachher alle peu à peu beantworten.
Ich bin ganz stolz und glücklich darüber, einer von 10 Educator in Europa zu sein. Jetzt speziell, Barbara hat es erwähnt, für den deutschen Sprachraum. Warum glaube ich, dass California Wines so toll zu uns passt? Nun ja, mit unserer Vinophilium Wine Academy bieten wir Sommeliers eine 3-stufige Ausbildung an. Das geht hoch bis zum IHK-geprüften Sommelier. Und Sie können sich alle vorstellen, da spielt natürlich Kalifornien auch im Rahmen von der neuen Welt immer eine große Rolle. Ich selbst bin auch WSET Certified Educator und diejenigen von Ihnen, die dieses Programm kennen, wissen auch, da wird großen Wert auf die neue Welt gelegt und Kalifornien ist natürlich immer eine große Sache dabei. Ja, ich habe vorbereitet eine Präsentation, das ist die auch von Li Meng, die Sie schon gesehen haben. Allerdings werde ich noch ein bisschen mehr auf die deutschen Aspekte eingehen für den deutschen Markt. Ich werde mir ein bisschen mehr Zeit lassen für einzelne Punkte. Und last not least kommt natürlich auch dann noch die Live-Präsentation der Plattform, auf die Sie sicherlich gespannt sind. Obwohl ich natürlich genau weiß, dass für viele bestimmt das Tasting mit Konstantin das Highlight sein wird. Aber ich gebe mir große Mühe. Ich bitte Sie auch, haben Sie Nachsicht. Wir sind hier von Kameras umringt und es ist natürlich auch für mich nichts Alltägliches. Konstantin als alter Media-Hase hat da sicherlich kein Problem, jeden Tag eine Kamera vor der Nase. Bei mir ist es ein bisschen was anderes. Haben Sie Nachsicht, auch wenn vielleicht mal gestern ist es passiert, das Internet war ein paar Sekunden weg. Ich habe gedacht, es sind Minuten. Ja. Also bleiben Sie bitte dran, verlassen Sie uns nicht. Es wird und bleibt spannend. Die fleißige Technik hat mir versprochen, dass sie dann sofort wieder online gehen wird und dann sollte eigentlich nichts schief gehen. So, ich fange mal an mit meiner Präsentation. Ich habe es ja versprochen, die haben Sie schon gesehen. Also warum Capstone California? Ein wichtiger Grund natürlich. Kalifornien ist die 4. Weinbaunation der Erde. Verglichen mit nach Produktionszahlen sind es ungefähr 2,5-mal so viel oder knapp 2,5-mal so viel wie Deutschland produziert, nur dass Sie mal so eine grobe Vorstellung haben. Und natürlich gibt es ein wachsendes Interesse an kalifornischen Weinen, besonders an denen aus einem gemäßigten Klima. Und diejenigen, die natürlich geschult werden, das ist einfach so, oder auch Konsumenten, das ist ja für alle gedacht, Interessierten, die kaufen natürlich auch gerne oder verkaufen lieber, was sie gut kennen. Speziell entwickelt natürlich für den internationalen Fachhandel beginnt der globale Rollout jetzt. Wir hatten gestern schon das Vergnügen, für den Launch-Event in der Schweiz zuständig sein zu dürfen. Und das war ganz spannend und hoffe, dass das natürlich heute für Sie auch wieder viel Spaß machen wird. Der umfassende Leitfaden für California Wines, also es ist wirklich ein wichtiges Tool für Weinprofis, ein Schulungswerkzeug, das ganz, ganz in die Tiefe geht. Ich kann es Ihnen selbst sagen, ich muss natürlich auch die Stufen alle durchlaufen und das geht teilweise schon richtig bis ins Detail und hat natürlich auch für mich als Diplomaholder WSET noch viele neue Aspekte gebracht. Es ist also wirklich schön abgestimmt nach den einzelnen Levels und bietet natürlich dann auch bis nach oben, lässt das Programm keine Wünsche offen. Was mir besonders gut gefällt, sind die Multimedia-Inhalte. Also es gibt nicht nur, sag ich mal, trockene Texte, sondern viele Charts, Statistiken, Filme. Es gibt tolle Luftbildkarten, da sehen Sie dann Überflüge über die wichtigsten AVAs. Das macht also richtig Spaß, ist kurzweilig und natürlich ist es auch in mehrere Sprachen übersetzt. Zu Deutschland komme ich gleich, das ist eine Besonderheit. Capstone California, es ist ein Online-Zertifizierungskurs, das heißt, Sie können es sich alle gemütlich machen, zu Hause, vorm Bildschirm oder vielleicht auch im Büro. Capstone bietet tolle Study-Guides, Studienführer, die sind allerdings dafür gedacht, sozusagen als die Enzyklopädie, das Rückgrat, das Wissensrückgrat des Programmes. Alles, was Sie in den Schulungslevels, in den PowerPoint-Präsentationen oder in den Präsentationen sehen, reicht absolut aus, um eben auch dieses Programm zu packen und zu bestehen. Virtuelle Veranstaltungskalender sind aufgespielt, Updates, ganz tolle, meiner Meinung nach tolle Blogposts und Fachpublikationen, wo auch keine Wünsche offen lassen. Capstone ist natürlich auch mobil optimiert, heute geht es ja gar nicht mehr anders. In deutscher Sprache sind übersetzt derzeit die Level 1 und 2, die angeboten werden. Die Study Guides sind momentan nur in englischer Sprache erhältlich, sind aber so anschaulich
gemacht, dass ich denke, auch Nicht-Muttersprachler gut damit zurechtkommen. Das Angebot wird so ein Blended Learning sein zwischen Online- und Präsenzunterricht. Das heißt, Sie bereiten sich zu Hause auf den Präsenzunterricht vor, den Sie idealerweise buchen, kurz bevor Sie das finale Exam machen wollen. Und dann werden Sie mit mir ein Tasting haben. Ich werde Sie nochmals auf die wichtigsten theoretischen Inhalte vorbereiten. Und dann sollte einem erfolgreichen Bestehen der jeweiligen Stufen eigentlich nichts im Wege stehen. Also Sie können das wirklich nach Ihren Wünschen und Ihrem Tempo ganz toll anpassen. Ja, Study Guides, ich habe es erwähnt, es geht wirklich ganz in die Tiefe. Zum einen gibt es einen Study Guide über Rebsorten, der andere ist vor allem über die Wine Guides. Es sind 30 Rebsortenprofile drin, von Evan Goldstein konzipiert. Ich werde es Ihnen nachher live zeigen. Das lässt wirklich auch keine Wünsche offen, was zum Beispiel geschichtliche Abrisse geht. Wo kommt die Rebsorte her? DNA, Brin sozusagen. Was ist wichtig im Weinbau? Welche Optionen hat der Winemaker im Keller? Und ich weiß, heute sind auch viele Sommeliers zugeschaltet, Sommelieren. Food Pairing ist natürlich eine große Sache und da gibt es ganz tolle Tipps und Rezepte. Wenn es um Benchmark-Produzenten geht, hier in dem Programm, dann sind es immer wichtige historische Produzenten oder eben solche, die für diese jeweiligen Regionen, Unterregionen oder AVAs eben eine ganz wichtige Rolle spielen und speziell einen tollen Stil kreiert haben und einfach dafür auch stehen. Davon hören wir nachher mehr und werden auch mit Konstantin nachher solche Weine verkosten. Da freue ich mich besonders drauf. Die Weinregionen, die Regions, sind ähnlich aufgebaut, von tollen Experten einfach sehr gut bebildert und dargestellt. Und auch hier geht es wirklich von der Geschichte bis zu aktuellen Themen, ist alles vorhanden. Sie werden es nachher auch gleich sehen dürfen. Doch jetzt zur Certification selbst. Sie haben es schon gehört von Li Meng. Es gibt 4 Level. Also ich fange mal an mit dem Introductory Level. Da geht es um wirklich Basisvermittlung, Wissensvermittlung, aber ich kann Ihnen gleich sagen, also obwohl ich mich viel mit kalifornischen Weinen beschäftige, ist es tatsächlich so, dass auch mir viele neue Dinge sozusagen dann erst eröffnet wurden und ich selbst hatte auch schon das Vergnügen, das ist jetzt 1,5 Jahre her, vor der Corona-Geschichte durfte ich mit meiner Frau gemeinsam eine tolle Reise nach Kalifornien unternehmen und konnte natürlich auch vor Ort viel anschauen und mitnehmen. Daraus haben sich ganz, ganz tolle Freundschaften entwickelt und daher habe ich natürlich einen besonders guten Zugang. Und vielleicht, wie kam es überhaupt zu meiner Liebe zu kalifornischem Wein? Vor gut 20 Jahren hatte ich meinen ersten Opus One im Glas und der Wein hat mich damals so gepackt und fasziniert. Dann dachte ich, ich muss unbedingt auch mal mehr wissen über kalifornische Weine. Dann war natürlich auch Mondavi so ein bekanntes Etikett. Und dann dachte ich, Mensch, einmal im Leben möchte ich in diesem Tor stehen und habe es dann tatsächlich jetzt vor gut 1,5 Jahren geschafft. Was ich damit sagen will, natürlich ist es immer schön, wenn man vor Ort sein kann und diejenigen von Ihnen, die diese Levels alle durchlaufen, bis zum Ambassador-Level, dürfen tatsächlich auch vor Ort Weine verkosten. Aber ich finde, dass das Programm so toll gestaltet ist, man hat teilweise das Gefühl, mitten in den AVAs zu sein. Also keine Bange, es ist wirklich kurzweilig. Es sind 6 Stunden eigene Vorbereitung notwendig, also Vorbereitungszeit. Ich selbst bin jetzt ein Mensch, der hat es immer ganz gern ganz genau. Ich will immer wissen, worum es geht. Ich habe dann meinen Atlas oder ein Oxford-Wein-Lexikon neben mir und dann brauche ich natürlich immer ein bisschen länger. Aber diejenigen von Ihnen, die auch schon ein bisschen Basiswissen haben und natürlich fokussierter durchgehen, die packen das gut in der Zeit. 22 Module, das sind verschiedene Kapitel unterteilt, das schauen wir uns gleich an. Es baut sich dann auf, 20 Stunden, 22 Module und so weiter. Und Sie sehen, es steht auch immer dran, ein Tasting ist erforderlich. Das ist tatsächlich so. Also Sie müssen, um ein Examen zu bestehen, auch bei uns im Präsenzunterricht, sobald die Pandemie es natürlich zulässt, die Weine verkosten. Allerdings
derzeitiges Wissen oder nach dem derzeitigen Stand ist keine Verkostungsprüfung vorgesehen, sondern Sie müssen eben nur bestimmte Stile kennenlernen. Level 3 erfordert schon 50 Stunden Vorbereitungsaufwand und beim Expert Level 4 sind es dann tatsächlich 125 Stunden. Und das ist dann natürlich schon eine Sache, auf die man sich einlassen will oder muss und die eben auch sehr viel Eigeninitiative erfordert. So, ich habe es erwähnt, jeder Level ist in Kapitel unterteilt, 12 Kapitel, Geschichte und ich sag mal Legenden, Hintergrundwissen ist das erste. Da können Sie dann auch so Dinge erfahren, wie zum Beispiel, dass der Weinbaupionier, der kalifornische Agustin Harasti, ein bitteres Ende genommen hat. Er ist in einem Fluss in Nicaragua ertrunken und wurde dabei auch noch von Alligatoren angefallen. Also das geht wirklich, sind ganz wissenswerte Dinge, die Sie da auch noch erfahren. Geografie, Klima, natürlich ganz wichtig. Bin ich in Kalifornien in der Coastal Region irgendwo oder bin ich in den Inland Valleys? Das sind natürlich signifikante Unterschiede in den Stilistiken. Rebsorten. Natürlich die gängigen internationalen, aber auch autochthone Rebsorten. Zinnfandel in dem Zusammenhang ein großer Mehrwert. Ja? Weinbau, Weinbereitung. Welche Optionen hat der Winemaker? Nimmt er französische oder amerikanische Eiche? All diese Dinge werden besprochen bei Ausbau und Reifung. Weingesetz, Three-Tier-System ist Ihnen sicherlich alle bekannt. Müssen Sie leider durch, auch wenn es ein bisschen trocken ist. Offizielle Klassifikationen, was sind spannende ABAs, wie viele gibt es, wann wurde die erste in Kalifornien eben erhoben, das war, kann ich Ihnen jetzt mal so verraten, das war 1981, das Napa Valley, wer hätte das gedacht, logischerweise. So, dann Produzenten habe ich schon erwähnt, bei den Jahrgängen geht es mehr um das Thema, wie ist der Jahresablauf, der Zyklus im Weinberg und das finde ich auch schön aufbereitet. Wo kommen eigentlich die Jahrgangsunterschiede her? Was passiert, wenn ich ein trockenes oder ein kühles oder ein sonnenreiches Jahr habe? Und auf das wird alles auch levelabhängig eingegangen. Dann zu guter Letzt, Abschlussprüfung ist auch zumindest in den ersten Levels eine Multiple-Choice-Prüfung. Und dann haben Sie es fast auch geschafft. Ich sage noch was zur Zertifizierung. Wie bekommen Sie die? Sie durchlaufen eben die ganzen Programme und müssen an den Online-Tests teilnehmen. Also nach den 11 Kapiteln, 12 ist ja die Abschlussprüfung, müssen Sie einen Online-Test bestehen. Im Englischen heißt es so schön Quiz. Für mich ist es deutlich mehr als ein Quiz, weil da hat es ganz schön happige Fragen dabei. Also Sie müssen die Präsentationen schon aufmerksam lesen, um das auch zumindest mal mit 100% bestehen zu können. 50 benötigen Sie, um die Quizzes so zu bestehen. Und dann sind Sie zugelassen zum nächsten Level, zum nächsten Kapitel und nach dem Examen haben Sie den nächsten Level. Wenn Sie den haben, dürfen Sie natürlich zunächst mal eine gute Flasche kalifornischen Weines öffnen, die Korken knallen lassen und dann sind Sie automatisch zugelassen. Es gibt ganz attraktive Anreize für Absolventen von California Wines. Das kann sein zum Beispiel eine kostenlose Einladung zu einem tollen Event von California Wines in Deutschland jetzt in unserem Fall. Das kann sein eine Einladung zu einem Tasting mit tollen Raritäten, ein kostenloses Seminar und dergleichen. So, nochmals zusammenfassend, was bietet die Capstone-Zertifizierung? Es ist klar für Sie selbst, es ist eine tolle Wissensvertiefung und bringt Ihnen natürlich auch einen Mehrwert an Verständnis für kalifornische Weine. Sie ergänzen die eigene Weinqualifikation wirklich gut. Ich kann ja nur für mich sprechen, ich habe es erwähnt. Und auch Konstantin Baum als Master of Wine hat mir erklärt, dass es für ihn eine richtig gute Sache ist. Also Master Sommeliers natürlich dann logischerweise in den höheren Leveln. Sie können weltweit netzwerken mit Weinprofis. Es ist immer schön, Teil der internationalen Wine-Community zu sein. Und worauf ich besonders Wert lege, dann im Unterricht, ist die Verkostungsexpertise. Also ich hoffe, dass Sie dann ein bisschen was mitnehmen können, Ihre sensorischen Fähigkeiten zu verbessern und auch die eigene Verkostungskompetenz zu erhöhen. Und last not least soll so ein Programm natürlich auch Ihren eigenen Marktwert steigern. Das ist ganz klar.
So, jetzt habe ich gesehen, im Chat wurde schon heftig diskutiert über die Preise. Ich erkläre jetzt ein bisschen was, wie es in Deutschland abläuft und Sie können sich jetzt alle ganz entspannt zurücklehnen. Es gibt für die deutschen Teilnehmer aus der Branche gibt's ganz tolle Rabatte. Was Sie gesehen haben, sind Preise, die in den USA aufgerufen werden. Ich finde trotzdem gut, dass Sie es mal gesehen haben, um auch zu sehen, was für ein Wert dahinter steckt. Aber keine Bange, also der Introductory Level 1 jetzt bei uns durchgeführt. Das wird ungefähr ein Halbtagesseminar sein mit wichtigen theoretischen Inputs nochmals. Der Verkostung von 8 Weinen, 75 Euro, ich denke, das ist ein Schnäppchen. Aber in dem Zusammenhang für diejenigen unter Ihnen, die jetzt vielleicht schon ein bisschen grimmig waren, so teuer, California Wines lädt Sie alle, die heute dabei sind, zum Level 1 ein. Sie werden in der kommenden Zeit eine E-Mail bekommen, da steht alles genau drin, wie das ablaufen wird und ich sage auch selber noch was dazu. Level 2 sind schon 20 Stunden eigene Vorbereitungszeit, habe ich Ihnen erwähnt. 15 Weine werden ungefähr verkostet für 125 Euro. Ich denke, das ist auch eine gute Sache. Beim Level 3 sind es schon mehr als 20 Weine für 250 Euro. Die anderen Dinge sind noch nicht bepreist, aber ich glaube, das dauert auch noch so ein bisschen, bis alle dort hinkommen. Jetzt natürlich die Frage, wo kann ich meine Präsenztage machen? Logischerweise bei uns in der Vinophilium Weinakademie hier in Stuttgart. Dann haben wir uns gedacht, Köln wäre eine gute Destination, Hamburg logischerweise. Und dann kommt es darauf an, wo melden sich viele Leute an. Wir haben es diskutiert, das könnte unter Umständen natürlich auch München oder sonst wo sein. Sie sollen einfach nur an der Stelle wissen, wir sind total flexibel, aber das Herzstück ist nun mal hier in Stuttgart. Und Stuttgart ist ja auch gut erreichbar. Die Kursunterlagen bekommen Sie wirklich alle online und das Verkostungstraining, wir legen los voraussichtlich ab Mai, Juni, hoffen dann auch, dass die Pandemie uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Und wie gesagt, Sie bekommen von Organize, die ja für California Wines Deutschland zuständig sind, ein persönliches Angebot für eine Registrierung für Level 1 und 2. Und nochmals, Level 1 ist kostenlos für Sie. Was Sie allerdings beachten müssen bei der Registrierung, und das schreibt Ihnen dann auch Organize genau, Sie sollten auf jeden Fall über unsere Wine Academy eine Anmeldung vornehmen. Also vinophiliumweinacademy.de/California Wines bekommen Sie alles noch schriftlich und dann finden Sie alles notwendig, geraten dann direkt auf unsere Anmeldeseite und nur wenn Sie über diese Anmeldeseite kommen, bekommen Sie auch die bevorzugten Preise. Einfach bitte dran denken und nicht wundern, Sie könnten sich theoretisch auch offiziell über Capstone anmelden, dann können Sie aber leider nicht von diesen guten Preisen profitieren. So, ich bin jetzt mit meiner Präsentation am Ende. Wir brauchen ein paar Sekündchen Umbaupause. Das geht aber ratzfatz, hat gestern auch funktioniert. Ich werde Sie jetzt mitnehmen in die Online-Welt von Capstone. Li Ming hat ja vorhin auch schon ein bisschen was erzählt über Capstone und auch gezeigt. Ich werde noch ein bisschen tiefer einsteigen, sodass Sie besonders viel mitnehmen können heute und natürlich dann auch nachher noch mit Konstantin die tollen Weine verkosten dürfen. Das ist ja auch immer sozusagen das Highlight an so einem Tag. Ich schaue mir mal die Website an. Wir sind jetzt auf der Landingpage und das hat auch Li Ming erklärt. Es gibt den Button Certification, da geht es um alles, was das Schulungsprogramm angeht. Das sind die 4 Levels erläutert. Study Guides habe ich erwähnt. Das ist wirklich das Thema Regionen, Rebsorten und sonstige Topics, wichtige Blogposts. Ressourcen, bei den Ressourcen können Sie tolle Dinge downloaden. Also das sind zum einen mal AVA-Karten, also Karten der Weinanbaugebiete, der definierten. Es gibt Videos downloaden, Sie können für eine Verkostung Tasting-Mats runterladen und so weiter und so fort. Bitte noch etwas Geduld. CapstoneCalifornia.com ist zwar jetzt schon online seit 3, 4, 5 Tagen, aber es steht noch ganz häufig Coming Soon. Sie können sich vorstellen, am Schluss wird noch viel mit heißer Nadel gestrickt und da ist eben noch nicht alles fertig. About, auch wichtig und lesenswert, da geht es darum, tatsächlich, was ist das Capstone-Programm, was macht das California Wines Institute? Ich nehme Sie jetzt mal mit und führe Sie durch die Certification. Das können Sie dann tatsächlich auch bei sich schon sehen.
Hier sehen Sie jetzt die vier Levels. Und wie gesagt, bitte vergessen Sie, ignorieren Sie die Preise hier, die US-Dollar, das ist nicht wichtig. Worum geht es denn im Level 1 genau? Natürlich, Geografie ist wichtig, hatte ich Ihnen schon erwähnt. Pacific Ocean und was machen die Hügelketten? Das sind natürlich wichtige Dinge. Schotten Sie vom Pazifik ab, vom kalifornischen Strom oder eben nicht. Dann geht es um Basiswissen, zunächst mal in Weinbau und Weinbereitung. Das ist alles noch ganz gut dargestellt, wobei ich sagen muss, dass einzelne Sessions oder Module schon ganz schön in die Tiefe gehen. Ich zeige es nachher mal an den Böden. Ja. So, dann geht es natürlich um die wichtigsten AVAs am Anfang. Es muss so sein, geht es mit Napa Valley, Sonoma County und Santa Barbara County los. Auch eine ganz spannende Ecke. So, Iconic Wineries, also Top-Weingüter, werden natürlich wie Rich Vineyards gelistet, die eben auch für ihren besonderen Stil, in dem Fall zum Beispiel mit dem Montebello Cabernet Sauvignon stehen. All das gibt es dort zu finden und Sie müssen durch Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten, wie viel exportiert Kalifornien an Wein, wie viel importieren sie und solche Statistiken, Dinge werden auch an der Prüfung übrigens abgefragt. Wo ist der Unterschied zum Level 2? Also Sie sehen es jetzt schon hier, plötzlich bekommen die namenlose Gebirgszüge einen Namen, Coastal Range, Mayakama, Waka Range, also die beiden grenzen ja das Napa Valley ein, Santa Cruz Mountains und dann geht es tatsächlich tiefer dann in die Rebsorten rein, da erfahren Sie noch deutlich mehr als beim Level 1. Und Weinbau ist ganz, ganz, ganz ausführlich. Also da geht es tatsächlich vom Austrieb, Blüte, Veraison und so weiter über Unterstützungssysteme. Das ist schon nochmals eine andere Nummer als beim Level 1. Und natürlich, ich habe es vorhin erwähnt, Winemakers Options, also French versus American Oak, also französisch und amerikanische Eiche ist immer so eine Geschichte. Und dann kommen auch noch andere AVAs dazu, wie Lodi und so weiter. Level 3 nimmt dann plötzlich auch das Thema Rosés und Sparkling Wines auf. Das war vorher noch nicht so. Dann geht es auch mehr um Krankheiten im Weinberg. Also es baut immer alles schön auf, weitere AVAs. Und zum Schluss, beim Level 4 geht es sogar noch um Klonenselektion und so weiter bei den Rebsorten. Und es ist sozusagen das Nonplusultra denn dieser Ausbildung. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, wie sieht denn dieser Level 1 aus. Ich will noch mal ein bisschen drauf eingehen. Sie haben hier ein eigenes Dashboard, wo Sie dann Ihre Kurse verwalten können. Hier links haben Sie sozusagen so einen Scrollbalken, wo Sie Ihre einzelnen Kapitel durcharbeiten können. Sie sehen, in dem Fall ist jetzt der Level 1 zu 96% abgeschlossen. Überall, wo Sie diese Häkchen sehen, haben Sie dann sozusagen das Pensum geschafft. Ich bin jetzt gerade mal bei der Geografie drin. Sie sehen, da ist immer ein schönes Bild dabei. Da geht es am Anfang ganz mit Basiswissen los. Wie lang ist die Küstenlinie? Was sind Coastal Areas und so weiter? Und natürlich, ganz wichtig für das kalifornische Klima und natürlich auch die Stilistik, ist der California Current, also der kalifornische Strom. So, jetzt geht es mal an die Böden. Und ich habe bewusst mal eins aufgeschlagen, damit Sie sehen, um was es auch schon beim Level 1 gehen kann. Ich für mich finde es anspruchsvoll. Also da geht es in dem Fall jetzt bei der Folie um Verwitterung. Was ist der Unterschied zwischen mechanischer und chemischer Verwitterung? Und ich finde, da muss man schon genau aufpassen, um dann auch so einen Quiz bestehen zu können. Ich zeige es mal hier. Also ein Quiz hat immer meistens 2 bis 4 Fragen und Sie benötigen 50%, um dann zum nächsten Kapitel weitergehen zu dürfen. Ja, bei den Rebsorten ist es natürlich so, Chardonnay und Sauvignon Blanc bei den Weißen, Cabernet, Pinot und natürlich auch Zinfandel bei den Roten. Wir schauen es uns mal ein bisschen an. Es geht immer los mit der Geschichte. Cabernet Sauvignon, King of Wines, also warum ist das so? Und natürlich spielt Kalifornien immer gern mit dem Judgment of Paris. Also Sie wissen alle, was da los war 1976 in Paris, als in einem Blind Tasting Kalifornien richtig gut abgeschnitten hat. Ja? Also auch ein geschichtlicher Abriss und so weiter. So, dann würde ich gern nochmals auf den Weinbau gehen. Also Sie sehen,
Hier auch geht's los mit der Anatomie der Rebe, des Rebstocks. Also nochmals zur Erinnerung, alles wird auf Deutsch übersetzt im Level 1 und 2. Was benötigt eine gute Lage ist drin. Und alles andere habe ich Ihnen schon ein bisschen erklärt. Wine Law, ich gehe bewusst mal kurz drauf. Three-Tier System, also ich finde, das muss man ein paar Mal lesen, um es dann ganz gut zu verstehen. Klassifikation und so weiter. Und dann sehen Sie, wenn Sie jede Stufe hinter sich haben, jedes Modul, jedes Kapitel, dann kommt das Final, das große Final Exam. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, Sie müssen wirklich das Ganze strukturiert durchgehen, von Anfang an, also 1 bis 11. Es ist nicht möglich, dass Sie sagen, ah, heute habe ich mal Lust auf den Boden und morgen mache ich Rebsorten. Das ist bei dem Programm so vorgesehen. Sie müssen sich da richtig gut durchbeißen. Ich würde Ihnen gern noch kurz die Study Guides zeigen. Da hat ja Li Meng schon ein bisschen was gezeigt. Also es geht um Regionen, Rebsorten und wichtige Themen. Ich gehe auch nochmals aufs Napa Valley, um Ihnen so den Aufbau ein bisschen zu erläutern. Also, es ist eigentlich alles immer sehr identisch und ich bin ein strukturierter Mensch und ich freue mich dann auch so. Ich finde alles immer an der gleichen Stelle. Auch so nette Dinge, Sie sehen hier so einen Button, wo man auch die Aussprache sich dann anhören kann. Vieles ist auch uns nicht Muttersprachlern klar, aber ich finde in dem Fall zum Beispiel bei Lodi, Lodi, wie heißt es denn jetzt richtig, finde ich es ganz sinnvoll und nützlich, auch mal drauf zu klicken und um zu hören, aha, Lodi. Ja? So, dann sehen Sie oben immer wichtige statistische Zahlen. Wie viele AVAs umfasst denn dieses Anbaugebiet? Wie viele Weingüter gibt es? Welche Rebsorten gibt es? Wie groß ist die Rebfläche generell? Spannende Charts. Und das ist immer gleich. Es gibt eine Übersicht. Wo kommt der Name überhaupt her? Napa Valley. Geschichte, und das finde ich dann auch wirklich toll, wenn Sie es jetzt interessiert, was während der Prohibition im Napa-Tal, können Sie draufklicken, oder natürlich, Mensch, wie war das nochmals mit dem Paris-Tasting, und das ist dann wirklich auch ganz, ganz gut aufgebaut. Terroir finde ich dermaßen gut, sage ich Ihnen ganz ehrlich, und zwar deswegen, weil natürlich geht es um geografische Einflüsse, also Berge, Hügel, Gebirgsketten, Flüsse, Bodenvielfältigkeit und Klima. Und was ich ganz toll finde, wenn ich jetzt zum Beispiel neugierig bin, und das bin ich immer bei so einem Programm, ich gehe jetzt zum Beispiel auf die AVA Rutherford, ja auch eine der großen AVAs für Cabernet Sauvignon, können Sie ganz genau gucken, Mensch, wo ist das? Aha, die ist im Talboden. Wie ist da der Stil? Beziehungsweise, was sind die klimatischen Gegebenheiten? Und Sie können sich das dann wirklich ganz genau anschauen, für jede einzelne AVA unter Unterbereich. So, dann natürlich zu den Rebsorten. Das finde ich bis ins Letzte. Also wer ganz neugierig ist, der kann zum Beispiel sehen, aha, im Napa Valley werden pro Tonne Cabernet Sauvignon fast $8,000 erzielt. Das sind sehr, sehr gehobene Preise, die dort erlöst werden. Das können Sie ungefähr vergleichen. Ich mache mal den Sprung in die alte Welt. Grand Crus in der Champagne werden ähnliche Preise erzielen, also das Traubenmaterial. So, Benchmark Wineries habe ich erläutert. Das sind also wirklich historisch sehr wichtige Wineries und eben auch solche, die einen besonders guten Stil präsentieren. Partnerlinks finde ich auch sehr hilfreich und nützlich. Da können Sie dann noch drauf gucken, wenn Sie zum Beispiel speziell interessiert sind an Oakville selber oder Rutherford, dann können Sie dort reinklicken und werden weiter verlinkt. Wir gucken uns noch die Rebsorten an im Study Guide. Ich gehe natürlich mal auf den Zinfandel. Wirklich was Besonderes in Kalifornien. Auch hier geht es los mit Statistiken, Rebflächen und so weiter, Acres. Nicht beirren lassen, also ein Acre, Sie wissen es wahrscheinlich, sind ungefähr gut 0,4 Hektar. Was ich besonders anschaulich finde, ist tatsächlich dieses Aromenprofil und das texturale Profil. Wie schaut es denn mit dem Alkoholgehalt aus, mit Säure, mit der Textur generell, mit Tanninen und natürlich auch, welche Aromen und Geschmacksnoten finde ich jetzt hier im Zinfandel und was hat er für ein Reifungspotenzial?
So, und wer dann wirklich in die Tiefe gehen will, und das hatte ich ja erwähnt, die Study Guides sind wirklich so als große Nachschlagewerk gedacht, können Sie sogar schauen, Mensch, wie viel Zinfandel wird in den jeweiligen Counties angebaut. Und wenn Sie jetzt mal draufgehen auf Napa, ich mache das jetzt bewusst an dem Beispiel, dann können Sie sogar schauen, aha, was sind die AVAs am Talboden, beziehungsweise was sind die AVAs an den Gebirgsketten, also Mayacamas und Waka. Und das sind natürlich signifikante Unterschiede im Stil und die werden dort genau dann erläutert. So, dann wichtig, working the land. Also dann sind da natürlich solche Dinge niedergeschrieben. Was habe ich für eine Wüchsigkeit? Wie passt sich die Rebsorte der Umgebung an? Welche Erträge bringt sie? Wie ist der Wachstumszyklus? Für welche Krankheiten ist sie anfällig? Und das Gleiche dann natürlich auch working by hand. Also da geht es dann in den Keller und da sehen Sie dann, welche Stile gibt es denn überhaupt? Was wird aus Zinfandel produziert und welche Optionen hat der Winemaker, der Kellermeister dann, um mit der Rebsorte umzugehen. Und für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, die können dann gucken, was passiert mit Umfeldhefe, was passiert mit Kulturhefen, was passiert mit den unterschiedlichen Eichenbehältern oder den Barriques. Und das finde ich also wirklich sehr, sehr gut gelungen. Benchmark Wineries habe ich erwähnt. Worauf ich nochmals eingehen will, weil ich es einfach toll finde, für diejenigen jetzt, die in der Gastronomie arbeiten, Sommeliers sind, da gibt es dann alle Stile, die aus Zinfandel produziert werden, sozusagen Do's and Don'ts, was passt weniger gut. Und auch nochmals zum Nachlesen bis in alle Tiefe. Und für diejenigen, nicht nur die in der Gastronomie arbeiten, sondern auch die zu Hause gerne kochen, gibt es dann noch so einen richtigen Pool von tollen Rezepten, die es sich tatsächlich lohnt, auch mal nachzukochen. Topics ganz kurz noch, letzter Punkt bei den Study Guides, da hat es also brandaktuelle Blogposts, in dem Fall, wir haben es vorhin schon gesehen, Climate Change, der Klimawandel und andere Dinge von ganz renommierten Journalisten. Als wer da auch mal immer up-to-date sein will, für den lohnt es sich da tatsächlich mal reinzuklicken. Wir kommen fast zum Ende. Übrigens, wer jetzt noch nicht die Weine ausgegossen hat, eingeschenkt hat in die Gläser, der sollte es spätestens jetzt tun, weil jetzt wird es gleich spannend. Ich hoffe, Sie hatten die Anleitungen befolgt, die Organize ganz toll vorbereitet hat, damit die Weine ein bisschen atmen können. Aber ich verspreche auch, wenn Sie jetzt erst dran gedacht haben, es wird trotzdem natürlich ein großer Genuss werden. Hier sehen Sie zum Download verschiedene Dinge. Also ich habe es erwähnt, hier gibt es eine Übersichtskarte über die Anbaugebiete. Es gibt Videos downzuladen. Und hier steht natürlich Coming Soon. Das hatte ich erwähnt. Es ist noch nicht alles ganz gefüllt mit Infomaterialien, zum Beispiel Verkostungsunterlagen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Alle warten ganz gespannt bestimmt auf das Tasting. About. Also, Sie dürfen hier nochmals nachlesen, um was geht es bei Capstone, um was geht es beim California Wine Institute generell und sind dann ganz im Bilde und können sich doppelt gerne entscheiden für dieses hochkarätige Programm. Bitte dran denken, nochmals abschließend, Anmeldung, wenn Sie profitieren wollen von den Preisen für die Fachbranche hier in Deutschland, bitte nur über die Vinophilium Wine Academy. So, ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Alle freuen sich auf Konstantin Baum, unseren California Wines Ambassador. Ich darf Ihnen sagen, wir sind richtig glücklich, dass wir ihn so an der Seite haben dürfen. Und ich kam natürlich auch schon in den Genuss von einer Train-the-Trainer-Session und natürlich auch gestern bei dem Launch von der Schweiz haben die Weine gezeigt, was sie können. Es sind unterschiedliche Stile, unterschiedliche Preislevels. Also das sollte tatsächlich für jeden was dabei sein. Und natürlich sind auch Highlights dabei. Konstantin, ich überlasse dir jetzt endlich die Bühne. Und viel Erfolg und Spaß und ich freue mich auf eine tolle Verkostung. Danke. Vielen Dank, Dietmar. Hallo zusammen. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders, heute hier sein zu dürfen. Fortbildung ist ein wichtiges Thema in meinem Leben. Ich kann eigentlich nie genug kriegen von Weinwissen, weil Wein ja auch so ein schönes
Thema, so ein Fass ohne Boden, könnte man glatt sagen, um mir mal diesen Schenkelklopfer zu erlauben, ist und man sich einfach immer weiterbilden kann. Von daher war ich total gespannt auf den Launch von Capstone, habe mich auch schon in die Kurse reingefuchst. Wenn Sie sich fragen, was mich eigentlich qualifiziert, dass ich heute hier überhaupt sprechen darf, dann kann ich Ihnen mit vollem Stolz sagen, dass ich einer der ersten Zertifikatholder des Introductory-Kurses bin. Von daher habe ich schon ein bisschen was gelernt. Und es ist auch tatsächlich so, dass man selbst im Einstieg schon einige Punkte findet, wo auch ich sagen musste, Mensch, das hatte ich so nicht auf dem Schirm oder hatte ich so nicht mehr im Kopf. Von daher ist es durchaus auch für mich eine Herausforderung. Ich freue mich natürlich aber ganz besonders auf die höheren Kurse, vor allen Dingen dann das Expertenlevel, das ja auch bald dann kommt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Es ist natürlich das Fachwissen und diese Fortbildung, die einen am Ball bleiben lässt, die einen interessiert hält. Aber es ist eigentlich der Wein, der einen reinsaugt, der einen wirklich fasziniert. Und deswegen haben wir hier 8 unterschiedliche Weine ausgesucht, die Kalifornien sehr gut repräsentieren. Es sind 8 Weine aus unterschiedlichen Anbaugebieten, unterschiedlichen Rebsorten und unterschiedlichen Qualitätsstufen, unterschiedlichen Preisklassen natürlich auch, die wir jetzt in relativ knapper Zeit durchgehen werden. Ich werde versuchen, die Weine so ein bisschen als Paare anzugehen. Von daher, wenn Sie jetzt nur 4 Gläser vor sich haben, ist das auch okay. Dann können Sie, wenn das erste Paar durch ist, die Gläser oder die Weine wechseln im Glas und dann können wir weitermachen. Es wäre natürlich schön, wenn Sie jetzt die 8 Gläser vor sich haben, auch schon voll eingeschenkt haben, weil die Weine doch ein bisschen Luft brauchen, um sich voll zu entfalten. So, dann können wir gleich mal loslegen mit den ersten 2 Weinen. Das sind beides Pinot Noirs, wie Sie sicher gesehen haben. Pinot ist eine Rebsorte, die in Kalifornien momentan enorm Zuwachs verspürt. Also es ist so, dass die Weine sehr, sehr gefragt sind. Es durchaus so ist, dass die Anbaufläche sehr stark gewachsen ist. Das liegt vor allem oder zumindest zu einem großen Teil an diesem Film Sideways, der 2004 erschienen ist, der sehr erfolgreich war, für einen Weinfilm zumindest verhältnismäßig erfolgreich war und wo es um einen scheiternden Schriftsteller geht, der mit seinem Freund durch Santa Barbara zieht und dort die ganzen Tasting Rooms unsicher macht und der nun mal begeistert ist von Pinot Noir und Merlot hasst. Und das hat sich irgendwie so im Kopf der Amerikaner festgesetzt, dass es wirklich dafür gesorgt hat, dass deutlich mehr Pinot Noir gepflanzt wurde und auch deutlich mehr Pinot Noir natürlich gefragt wurde. Was ich aber auch für eine gute Sache halte, weil Pinot in vielen Teilen von Kalifornien ganz besonders gute Ergebnisse erzielt. Kalifornien ist ja, wenn Sie mir diese kurze klimatische Einführung zu Kalifornien erlauben, Kalifornien ist ja stark vom Pazifik beeinflusst. Der Pazifik, ein ziemlich kalter Ozean, der kalte Luft ins Land bringt oder vor allen Dingen an die Küsten bringt. Und so sind die Küstenbereiche sehr kühl und so auch wirklich für den Anbau von Pinot Noir sehr gut geeignet. Und dort befinden sich auch der größte Teil der Pinot Noir-Pflanzungen, vor allen Dingen der größte Teil der hochwertigen Pinot Noir-Pflanzungen. Man muss auch dazu sagen, dass Pinot Noir in Kalifornien eine der teuersten Rebsorten ist. Also wenn man Trauben kauft, sind Pinot-Trauben besonders teuer. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Weine momentan so gefragt sind, aber zum anderen liegt es auch daran, dass es halt einfach eine Rebsorte ist, die relativ schwer anzubauen ist und die besonders in sehr hochwertigen Lagen angebaut wird. Und so, das sorgt natürlich auch dafür, dass der Preis nach oben geht. Die ersten 2 Weine, die wir hier verkosten, sind beides Weine von Pionierweingütern. Und das ist eine Sache, die mich in Kalifornien enorm fasziniert. Das Thema, dass man in Kalifornien die Pioniere der Weinbauszene immer noch anfassen kann. Es ist ja so, dass wir hier in Europa uns eigentlich damit abgefunden haben, dass die Menschen, die als erstes an der Mosel Wein angebaut haben oder die Weinberge im Burgund aufgezeichnet haben, dass die halt einfach nicht mehr da sind. In Kalifornien ist es tatsächlich noch so, dass viele von den ersten Weingütern in bestimmten Anbaugebieten immer noch von derselben Familie geführt wurden, beziehungsweise sogar der Gründer immer noch da ist und immer noch Wein mitmacht. Von daher ist das sehr spannend. Hier, der erste Wein ist der 2018er Deloge Russian River Pinot Noir. Russian River ist eine von den führenden Anbaugebieten, von den führenden AVAs, den American Viticultural Areas, für
Pinot Noir in Kalifornien. Das liegt daran, dass das Russian River im Norden von Kalifornien liegt, im Sonoma, und recht stark dort beeinflusst ist durch den Pazifik-Einfluss. Dort dringt durch das sogenannte Petaluma Gap kalte Luft vom Pazifik ins Inland und sorgt dafür, dass das Klima in den Weinbergen von Russian River, von der Russian River AVA deutlich abgekühlt wird. Und so sind dort auch einige der ersten Weingüter, die sich den Burgunder-Rebsorten verschrieben haben, haben sich dort dann niedergelassen. Mittlerweile gehört das Weingut der Boisset-Familie, also ist nicht mehr im Familienbesitz seit 2003. Ist aber immer noch ein sehr gutes Beispiel für Russian River Pinot Noir. Und wenn man jetzt mal ins Glas reinriecht, hat man hier auch wirklich diese reife Fruchtcharakteristik. Also man hat, für mich ist es oft die dunkle Kirsche, Schwarzkirsche, die dort einen anspringt quasi. Man hat auch immer so einen Touch in Russian River Valley. Hier ist es wirklich eher dezent, manchmal ist es auch ein bisschen präsenter. Ein Touch von Coca-Cola, ein Aroma, das auch die Winzer in Kalifornien in ihren Weinbeschreibungen verwenden. Von daher darf ich das auch hier, ist gar nicht abfällig gemeint. Aber für mich ist das relativ prägnant, ein Aroma, das ich oftmals in Russian River Pinot Noirs, gerade in Russian River Pinot Noirs finde. Nicht wirklich dominiert vom Holz. Hier haben wir einen sehr vorsichtigen Einsatz vom Holz. Die Fruchtaromatik soll ganz klar im Vordergrund stehen. Und so sind die feinen Holzwürznoten eher im Hintergrund, eher gut eingebunden in das Bouquet. Am Gaumen ist der Wein reichhaltig und schmelzig. Reife Tannine, recht rund und geschmeidig, also ein samtiger Wein, was für mich für Pinot Noir in Russian River auch ziemlich typisch ist. Einfach Weine, die ein bisschen mehr Schmelz haben, ein bisschen mehr Reichhaltigkeit haben. Damals ist man nach Russian River gekommen, weil es dort so kühl war. Mittlerweile pushen die Winzer eigentlich immer weiter in die noch kühleren Lagen, noch näher an die Küste oder in andere Bereiche. Und dort ist der nächste Pionier auch schon deutlich früher angekommen, nämlich 1982 hat Jim Clendenin sein Weingut Au Bon Climat in Santa Barbara gegründet. Santa Barbara ist sehr, sehr kalt, aber recht weit im Süden, eigentlich vor den Toren von Los Angeles. Und wenn man das so aus unseren Gefilden kennt, weiter Süden heißt eigentlich immer, dass es deutlich wärmer ist. In Santa Barbara ist es aber so, dass die Berge, die Bergketten, die sonst eigentlich den Pazifikeinfluss abbremsen, also die entlang der Küste verlaufen, dort einen Knick ins Inland machen. Also die Ausrichtung von Nord nach Süd erst geht und dann aber von West nach Ost geht, sich die Täler öffnen und so die pazifische Luft reinströmen kann. Und so ist eins der südlichen Anbaugebiete in Kalifornien auch eins der kühlsten und so auch besonders gut geeignet für die Rebsorte Pinot Noir, aber auch für sehr filigrane, sehr feine Chardonnays. Umso weiter man dann aber ins Inland kommt, umso weiter man diesen Tälern folgt, desto wärmer wird es, weil der Pazifikeinfluss einfach schwächer wird. Da ist dann Syrah oder Cabernet Sauvignon angepflanzt. Bei Au Bon Climat hat man sich aber ziemlich stark den Burgunder-Rebsorten verschrieben, obwohl Jim Clendenin es einfach nicht lassen kann und alles Mögliche eigentlich macht. Ich habe mal den Spruch über ihn gehört, Jim hasn't tasted a grape variety that he didn't love. Von daher, er liebt eigentlich jede Rebsorte und fängt dann auch mit jeder Rebsorte an, Wein herzustellen. Mit Pinot Noir und Chardonnay ist er aber wirklich besonders gut, macht wirklich besonders spannende, interessante Weine. Hier haben wir auch einen ganz besonderen Wein, und zwar den 2016er Knox Alexander, der nach seinem Sohn benannt ist. Ich habe es meiner Frau noch nicht erzählt, aber wenn ich mal einen Sohn habe, nenne ich ihn auf jeden Fall Knox, weil das ist so ziemlich der coolste Name, den es gibt, meiner Meinung nach. Aber das sei mal so dahingestellt. Die Trauben für diesen Wein kommen sowohl aus dem eigenen Weinberg von Au Bon Climat, aus dem Au Bon Climat Weinberg, und aus dem Bien Nacido Weinberg. Bien Nacido ist einer der absoluten Spitzenweinberge in Kalifornien überhaupt. Eine Lage, die in den 70er Jahren das erste Mal in Ertrag gebracht wurde und wirklich ganz hervorragende Pinot Noir Trauben vor allen Dingen hervorbringt. Und ich finde, das riecht man auch, wenn man hier die Nase reinsteckt. Der Wein hat noch mehr Konzentration und Dichte
als der Vorgänger, ohne dass er unbedingt reifer wirkt, also beziehungsweise die Fruchtaromen wirken nicht unbedingt reifer. Ich habe mir sehr präzise Aromen von Brombeere, man hat auch so ein bisschen wieder diese reife Kirsche. Fein integriertes Holz, hier wurde ein bisschen mehr französisches Barrique verwendet, also vor allen Dingen auch ein größerer Anteil von neuen Barrique, aber meiner Meinung nach schluckt der Wein das ganz gut weg. Au Bon Climat ist bekannt dafür, dass dort Weine hergestellt werden, die auch lange reifen können. Für Jim war das Burgund so ein Stück weit das Vorbild zunächst. Mittlerweile hat er sich in seiner Stilistik, glaube ich, sehr klar als kalifornischer Winzer positioniert. Aber für ihn war es immer wichtig, dass er Weine macht, die halt auch lange reifen können. Und das merkt man am Gaumen auch. Eine kräftige, intensive Textur, reife Tannine und eine frische, lebendige Säure, die den Wein meiner Meinung nach hinten rausträgt. Also wirklich spannungsgeladen. Und meiner Meinung nach eben halt auch immer einen schönen Trinkfluss bietet, diese lebendige Säure. Es ist klar, durch dieses moderate Klima, dadurch den Pazifik-Einfluss, habe ich dann natürlich auch nicht so die ganz üppigen Stile oder vielleicht manchmal marmeladigen Stile, die ja eigentlich nicht gewünscht sind. Was ich vielleicht zu Au Bon Climat noch ergänzen möchte, ich hatte das Vergnügen, dann im Rahmen unserer Kalifornienreise auch einen sogenannten Tasting Room zu besuchen. Also das sind so Verkostungsläden, ich nenne das jetzt mal so, die viele Weingüter anbieten und zwar eben direkt in der Stadt. In dem Fall ist es in Santa Barbara, Downtown sozusagen, weil die Weingüter liegen ganz oft weit draußen, so etwas abseits. Und es ist auch nicht immer möglich, aufs Weingut direkt zu gehen. Also häufig steht dran, by appointment only. Also da können Sie eben nur mit Beziehungen oder auf Termin rein. Das gilt natürlich nicht für Besuchsweingüter wie jetzt Mondavi oder sonstige, wo sie dann auch so offizielle Touristentouren machen können. Das ist ganz, ganz klar. Aber diese Tasting Rooms, die haben schon häufig was ganz Besonderes für sich. Wir haben welche gesehen, wir haben viele besucht, die haben dann so richtige Lounge-Bereiche. Also das macht Kalifornien sehr gut. Die bieten besonders wertvollen Kunden auch einen besonderen Service. Es gibt sogenannte Wine Clubs. Und da können Sie sich dafür bewerben und dann bekommen Sie eben jährlich bestimmte Weine zugesendet zu einem tollen Preis. Und wenn Sie dann doch mal vor Ort in den Tasting Room gehen, bekommen Sie auch so ein Luxury Treatment, nenne ich es mal. Ja? Also ganz spannend, die Tasting Rooms. Das kann sein, zum Beispiel in Sonoma, da ist so eine Straße, da gibt es einen Tasting Room am anderen und man liest ganz große Namen. Richtig spannend, ganz anders als bei uns. Das stimmt, sehr gut. Wir machen weiter mit den nächsten zwei Weinen, und zwar der Wein Nummer 3 und Wein Nummer 4. Das sind beides Zinfandels. Und Zinfandels sind so ein Stück weit immer noch ein bisschen der Underdog in Kalifornien, obwohl es eigentlich so die urtypische kalifornische Rebsorte ist. Bevor jetzt die ersten Kommentare im Chat kommen, der übrigens sehr aktiv ist, was ich sehr gut finde, immer mehr Fragen reinpacken, damit wir möglichst viel auch heute beantworten können. Aber bevor jetzt die ersten Kommentare in den Chat kommen, dass Zinfandel doch gar nicht aus Kalifornien stammt, stimmt natürlich. Die Rebsorte Tribidrac und Primitivo oder die beiden Rebsorten sind genetisch identisch mit Zinfandel. Ursprünglich kommt die Rebsorte aus Kroatien, ist aber in Kalifornien angekommen im 19. Jahrhundert und hat sich relativ schnell verbreitet dort, weil die Rebsorte einfach sehr gut in Kalifornien gedeiht. Und das ganz Außergewöhnliche für mich, jedes Mal, wenn ich in Kalifornien bin und durch einen Zinfandel-Weinberg laufe, staune ich über diese knorrigen alten Reben. Ich bin ein großer alte Reben-Fan. Und beim Zinfandel ist es nun mal so, dass es in Kalifornien enorm große Anzahlen oder große Mengen von Weinbergen gibt, die wirklich, wirklich alt sind, also teilweise über 100 Jahre alt sind, auf jeden Fall über 50 Jahre alt sind und die so richtig knorrige alte Reben dort ausstellen. Das ist ganz besonders, weil die Weine natürlich dadurch auch Dichte und Konzentration bekommen, alte Reben. Wenn man das mal so pauschalisieren kann, sorgen schon für Qualität und größere Konzentration. Zinfandel, was viele Leute auch nicht so auf dem Schirm haben, ist eigentlich eine Rebsorte, die relativ schwer im Weinberg anzubauen ist. Zinfandel reift sehr ungleichmäßig und das kann dafür sorgen, dass man zum Zeitpunkt der Lese an derselben Traube Beeren hat, die rosiniert sind und grüne Beeren hat. Von daher muss man sehr konsequent im Weinberg
die Mengen reduzieren, um dafür zu sorgen, dass man am Ende der Lese besonders reichhaltiges, reifes Lesegut dort vor sich hat. Hier haben wir den ersten Wein, den Gnadihead Old Wine Zinfandel. Und Old Wines ist klassifiziert als 50 Jahre so im Schnitt oder drüber. In Lodi gibt es eine eigene Klassifizierung für diese alten Reben, weil Old Wine denen halt einfach nicht gerecht wird, einfach nur Old Wine zu sagen. Jeder verwendet ja den Begriff Old Wine oder Vieille Vigne oder wie auch immer man es nennen möchte. Von daher sind das halt über 50 Jahre alte Reben im Durchschnitt. Ich muss auch dazu sagen, dass beim Umfüllen und bei den Proben, und ich habe einige von diesen Probenflaschen durchprobiert, gab es bei Zinfandel die häufigste Probleme, dass die Weine teilweise so ein bisschen volatil daherkommen. Also was natürlich ein bisschen schade ist. Von daher verzeihen Sie kleine Unsauberkeiten in diesem Wein. Das ist eigentlich, gehört nicht zur Stilistik des Hauses, sondern das ist eher wahrscheinlich ein Thema, was mit dem Umfüllen in diese kleinen Flaschen passiert hat. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Zinfandel die sensibelste Rebsorte dafür ist. Aber es scheint so ein bisschen so zu sein. Man hat hier auch wieder eine sehr reife Fruchtaromatik, auch oftmals so ein bisschen was ins superreife Brosinierte gehen kann. Hier habe ich reife Brombeere, aber auch Heidelbeere-Aromen. Man hat hier 50% französische Eiche und 50% amerikanische Eiche verwendet. Von daher hat man sowohl diese würzigen Aromen, die von der französischen Eiche kommen, als auch so ein bisschen diese Vanillenoten, die man von der amerikanischen Eiche kennt. Am Gaumen hat der Wein Kraft und Fülle, Frische. Dieser Wein repräsentiert so ein Stück weit den Einstieg für Zinfandel, was für mich schon immer so ein bisschen außergewöhnlich ist, weil man verwendet hier über 50 Jahre alte Reben, muss man wohlgemerkt dazu noch sagen. Trotzdem ist man beim Zinfandel oftmals im Einstiegssegment in einem sehr guten Preissegment, wo man wirklich Weine findet, die ausdrucksstark sind, komplex sind und anregend sind. Großartige Barbecue-Weine vor allen Dingen. Also zu gebratenem Fleisch, gegrilltem Fleisch funktioniert Zinfandel wirklich hervorragend. Das ist kein Klischee. Der nächste Wein, den wir haben, ist der Ironstone Lodi Reserve vom Rus Vineyard. Und hier haben wir einen Ancient Wine Zinfandel. Die Ancient Wine Zinfandels, oder der heißt Ancient Wine Zinfandel, weil die Reben über 100 Jahre alt sind, also im Schnitt 109 Jahre, da sind natürlich auch ein paar jüngere dazwischen, aber 109 Jahre, was schon wirklich alt ist. Von daher gibt es da diese offizielle Klassifizierung Ancient Wine. Auch meiner Meinung nach eins der wenigen Anbaugebiete in der Welt, wo alte Reben nochmal so klassifiziert sind. In Deutschland würde man im Ancient Wine-Bereich wahrscheinlich wenig Weinberge finden, die diese Klassifizierung bekommen. Gegründet von der Kautz Family, die hier ihr Weingut, also das Weingut aufgebaut haben, sind ein großer Produzent, die sehr viel mit sehr unterschiedlichen Lagen, vor allen Dingen in den Sierra Foothills und in Lodi arbeiten. Also Dietmar hat es ja vorhin schon erwähnt, es heißt Lodi, nicht Lodi, ein weit verbreiteter Fehler. Der Rus Vineyard ist eigentlich ein alter Weinberg, der überlebt hat, zu Zeiten, wo Zinfandel nicht so gefragt war, weil die Trauben für die White Zinfandel-Produktion verwendet wurden. Also dieser leicht rosafarbene, leicht süße Zinfandel-Blush, der recht populär ist in Kalifornien immer noch, hier findet man ihn auch. Dieser Stil hat durchaus dafür gesorgt, dass viele von diesen alten Weinbergen immer noch da sind. Sonst wären die wahrscheinlich rausgerissen worden und mit Cabernet oder Chardonnay übergepflanzt worden. Von daher kann man dem White Zinfandel hier danken. Aromatisch ist das meiner Meinung nach eine ganz andere Stilistik. Hier geht es auch darum, einen Zinfandel zu produzieren, der reifen kann, der ein bisschen ernsthafter daherkommt, ein bisschen mehr Kraft und Textur miteinander verbindet. Hier habe ich auch wieder diese reife Fruchtaromatik, aber nicht so offen und intensiv, sondern eher so diese feine Brombeerwürze, auch so ein bisschen was Kräuteriges, vor allen Dingen aber auch würzige Holzaromen. Hier wurde vor allen Dingen französisches Barrique verwendet, also oder ausschließlich französisches Barrique verwendet.
also fehlen oder hat man nicht diese Vanillearomen, die wir beim ersten Wein hatten, sondern eher diese feine Würze. Am Gaumen hat der Wein Kraft und Intensität und hier spürt man auch die Tannine und die Frische, also diese Textur, die durchaus dafür gemacht ist, dass der Wein auch noch ein bisschen liegen bleiben kann. Zinfandel ist nicht nur dafür da, sofort getrunken zu werden, das ist nicht richtig, sondern Zinfandels kann man auch einige Jahre, teilweise sogar einige Jahrzehnte liegen lassen und der Wein, die Weine werden immer komplexer und immer spannender. So. Bevor es zu den Cabernets geht, erlaubt mir noch eine Bemerkung. Und zwar möchte ich Sie alle an den Bildschirmen ermutigen, trauen Sie sich. Schreiben Sie was in den Chat, wenn Ihnen was unter den Nägeln brennt. Wir versuchen es zu beantworten. Ich habe schon einige Fragen vor mir. Ich habe auch gesehen, Barbara hat schon, vielen Dank Barbara, an der Stelle einiges beantwortet für uns. Und auch gestern, die Schweizer Teilnehmer waren richtig gespannt und neugierig und hatten doch schon einige Fragen und ich würde Sie einfach darum bitten, schreiben Sie es in den Chat und Konstantin und ich versuchen das nachher gemeinsam irgendwie zu wuppen. Ja, das war es schon. Genau, bitte. So ist es. Jetzt machen wir weiter mit den letzten vier Weinen. Die zweite Hälfte konzentriert sich voll auf die Rebsorte Cabernet Sauvignon und das hat natürlich auch einen guten Grund. Cabernet Sauvignon ist die wichtigste rote Rebsorte in Kalifornien. Man könnte auch sagen, die wichtigste Rebsorte überhaupt in Kalifornien. Cabernet ist in Kalifornien eigentlich noch gar nicht so lange weit verbreitet, sondern ist ein Stück weit eine Rebsorte, die in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts so richtig erfolgreich wurde. Zwar wurden die ersten Reben schon im 19. Jahrhundert in Kalifornien gepflanzt, aber so richtig los ging es erst mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ein Moment, der da sehr wichtig war, den hatte Dietmar auch vorhin schon angesprochen, das Judgment of Paris, wo Cabernet Sauvignon basierte Weine aus Kalifornien gegen die französischen Top-Produkte gewonnen haben, beziehungsweise einer der Weine hat gewonnen, die Verkostung gewonnen, also einer der kalifornischen Weine. Aber die anderen konnten sich auch gut platzieren. Das hat nicht nur dafür gesorgt, dass die Franzosen auf einmal ganz sauer waren auf den Veranstalter, den Steven Spurrier, der leider vor kurzer Zeit von uns gegangen ist, sondern es hat auch dafür gesorgt, dass die Welt an sich auf einmal ein ganz anderes Verhältnis zu neue Weltweinen bekommen hat, weil man auf einmal verstanden hat, dass da doch Qualität herkommen kann. Und vor allem auch die Amerikaner selber auf einmal gemerkt haben, dass sie da vielleicht was haben, was der alten Welt das Wasser abgraben kann, beziehungsweise das mit den Spitzenweinen mithalten kann. Und so hat Cabernet Sauvignon über die letzten Jahrzehnte halt einen enormen Aufstieg hingelegt, ist mittlerweile in vielen, vielen Anbaugebieten in Kalifornien zu finden. Im Napa hat man so ein Stück weit das Herzstück von kalifornischem Cabernet Sauvignon, die Region, die eigentlich ihre Reputation auf Cabernet Sauvignon aufgebaut hat, wo einige der teuersten Weine Kaliforniens herkommen, die auch größtenteils oder oftmals auf Cabernet Sauvignon basieren. Vor allen Dingen ist es aber auch möglich, in Kalifornien mit Cabernet Sauvignon relativ reinsortig zu arbeiten. Man kann komplett reinsortigen Cabernet Sauvignon auf die Flasche bringen, der schon früher zugänglich ist, als wenn man das zum Beispiel in Bordeaux machen würde, was ja nicht gemacht wird oder äußerst selten gemacht wird. Kalifornischer Cabernet Sauvignon verbindet sowohl diese Struktur, diese griffigen Tannine, die man auch aus der alten Welt kennt, aber auch mit einem samtigen, reichhaltigen Mundgefühl, was wir jetzt über die nächsten vier Weine so ein bisschen entdecken werden, für die, die es noch nicht erlebt haben vorher. Der erste Wein ist ein Wein aus dem südlichen oder dem südlicheren Teil von Kalifornien, aus Paso Robles. Paso Robles liegt nördlich von Santa Barbara, da wo der zweite Pinot Noir vorhin herkam, aber er ist deutlich wärmer als Santa Barbara und das liegt daran, dass dort halt die Bergketten den pazifischen Einfluss stark eindämmen und die Region halt relativ weit im Süden ist, also in einem Bereich, wo es durchaus warm werden kann. Nachts strömt dort aber die kalte Luft rein und sorgt dafür, dass auch diese Region dann deutlich stärker abkühlt. Ich habe das selber auch schon erlebt. Wenn man morgens in Paso Robles ankommt, ist es eigentlich relativ kalt, so wie man es vielleicht nicht erwarten würde. Nachmittags kann man eigentlich gar nicht wenig genug anhaben. Aber morgens braucht man dann schon noch die Jacke,
weil es relativ frisch und kühl ist. Von daher werden auch in Paso Robles Rebsorten angebaut wie Grenache und Syrah Mourvèdre, Rebsorten, die man eigentlich eher aus dem Süden Frankreichs kennt, weil die dort ziemlich gut gedeihen. Hier haben wir aber ein Cabernet Sauvignon von der Hope Family. Die Hope Family ist nach Paso gekommen, um Weinbau zu betreiben, aber auch um Äpfel anzubauen. Und die Äpfelplantagen wurden dann aber relativ schnell wieder abgegeben, und damit sich die Familie auf den Wein konzentrieren kann, weil sie gemerkt haben, dass sie da was Besonderes haben. Natürlich sind sie auch zu einem guten Zeitpunkt in die Region gekommen. Also so vor 30, 40 Jahren war in Paso noch nicht so viel los und haben so auch so den Aufschwung in der Region gut mitnehmen können. Hier merkt man halt schon, dass die Fruchtaromatik deutet schon klar darauf hin, dass der Wein ein bisschen wärmeres Klima abgekommen hat. Also die reifen Cassis-Noten, also man hat wirklich diese schwarze Johannisbeere, feine Würznoten, die mit eingemischt sind. Also wirklich ein Wein, der komplex ist, aber eher auf der reichhaltigeren Seite ist. Und am Gaumen hat man halt auch diese Kraft und den Schmelz, den Cabernet Sauvignon in Kalifornien hervorbringen kann. Also ein Wein, der wirklich den Mund füllt. Aber trotzdem hat man auch griffige Tannine. Und obwohl es vielleicht auf den ersten Eindruck nicht so wirkt, sind das durchaus auch Weine, die gut reifen können, also ein paar Jahrzehnte der Lagerung gut überstehen können, obwohl dieser Wein jetzt schon relativ zugänglich ist. So, der nächste Wein ist auch wieder so ein Stück weit ein Klassiker aus Kalifornien, der Louis Martini Cabernet Sauvignon aus dem Napa Valley. Jetzt sind wir so in der Hochburg für Cabernet Sauvignon in Kalifornien, die Region, die viele, viele Besucher aus der ganzen Welt jedes Jahr wieder anzieht. Momentan natürlich auch leider nicht so, wie man das sonst gewohnt ist, aber das geht hoffentlich bald wieder los. Aber eine Region, die sowohl landschaftlich wirklich sehr, sehr schön ist, als auch viel bietet kulturell, aber natürlich auch für den Wein ein ganz besonderes Gebiet ist. Hier ist man ein bisschen weiter im Inland von Sonoma. Also das Sonoma liegt zwischen Napa und dem Pazifik. Von daher ist der Pazifik-Einfluss hier ein bisschen schwächer. Man hat wirklich ein mediterranes Klima. Vor allen Dingen, wenn man weiter in das Tal Richtung Norden geht, dort wird es halt immer wärmer. Und hier haben wir von Louis Martini ein Weingut, das es schon lange gibt in Kalifornien, das auch einer der Wegbereiter für die kalifornische Weinbranche ist. Ein Cabernet Sauvignon, der für mich immer sehr, sehr spannend ist. Wirklich Napa Cabernet Sauvignon ist, der auch im preislichen Bereich ist, den man sich ganz gut leisten kann. Napa Cabernet kann durchaus richtig teuer sein, wie Sie wahrscheinlich alle wissen. Hier sind wir aber noch in einem Bereich, wo sich auch ein Normalsterblicher mal guten Gewissens eine Flasche kaufen kann. Was Sie hier auch sehen, ist, es ist zwar zum größten Teil Cabernet Sauvignon, 83% ungefähr, aber man hat auch Petit Sirah, eine Rebsorte, die in Kalifornien recht verbreitet ist, die nochmal Farbe gibt und Intensität am Gaumen dazu steuert. Also es sind so 11% Petit Sirah, die man hier in dem Wein auch merkt. Von der Aromatik merkt man aber so ein bisschen mehr Filigranität im Vergleich zum Vorgänger. Der Wein hat zwar auch wieder reife Cassisnoten, aber man hat auch feines Zedernholz, so ein bisschen die Zigarrenkiste, feine Würznoten, sogar auch so ein bisschen Tabak in der Nase. Am Gaumen merkt man auch die Struktur, und das ist bei den Weinen von Louis Martini auch wirklich, wirklich definitiv so. Ich kann aus Erfahrung sprechen, Weine, die man auch gut lagern kann, das ist sowieso für Cabernet Sauvignon aus Napa oftmals der Fall. Das wird oft unterschätzt, aber ich habe viele Verkostungen mitgemacht, wo Napa Cabernets aus den 70ern, 80ern, 90ern verkostet wurden, die immer noch wunderbar dastanden. Von daher sollte man Napa Cabernet auch öfter mal ein bisschen länger liegen lassen. Obwohl die Weine halt jung einfach schon so viel Spaß machen, dass es manchmal schwer ist, sie ein paar Jahrzehnte im Keller verschwinden zu lassen. So, das nächste Paar oder das letzte Paar, das wir heute verkosten werden, ist wirklich auch was ganz Besonderes, auch für mich. Wir haben hier einmal Rich und einmal Silver Oak, auch wieder zwei Weingüter, die wirklich wichtig sind für die kalifornische Weinbauszene. Wenn man zu Rich kommt, wenn man dort hochfährt auf das Weingut,
dann fragt man sich wirklich, wie jemand so verrückt gewesen sein kann, im 19. Jahrhundert dort ein Weingut hochzusetzen, weil man ist zwar mitten in der Zivilisation eigentlich, aber man ist aber auch irgendwo im Nirgendwo. Und außerdem ist es auch heute immer noch relativ schwer, da überhaupt hinzukommen. Der Weg, der da hochführt, die Straße, die ist wirklich sehr schmal und es dauert relativ lange, bis man dann dort oben ankommt. Aber wenn man dann die Weine verkostet hat, dann versteht man, warum es dieses Weingut dort gibt. Montebello und die Lagen des Weinguts sind einfach ganz ausgezeichnete Lagen, die ganz besonders sind. In den Santa Cruz Mountains, hier sind wir nicht im Napa, sondern südlich von San Francisco in den Bergen. Hier hat man natürlich sowohl diesen Unterschied in der Höhenluft, die dafür sorgt, dass die Weine nochmal ein bisschen filigraner, aromatisch intensiver und würziger werden, als auch den direkten Einfluss vom Pazifik, den man auch bei Rich gut spüren kann. Und so entstehen hier ganz besondere Weine. Also dieser Wein ist ein Beispiel dafür, der Estate Cabernet Sauvignon, nicht der Montebello, sondern der Estate, der so ein Stück weit eine kleine Stufe drunter ist, aber wirklich auch großartig ist. Bei Rich werden alle Weine in amerikanischer Eiche ausgebaut, was man meiner Meinung nach bei diesem Wein nicht sofort riecht. Diese Aromen, die man von US-Eiche kennt, gehen ja oftmals in Richtung Vanille, Schokolade und so weiter und so fort. Bei Rich wird aber wirklich sehr stark darauf geachtet, dass man das richtige Holz verwendet, das lang genug gereift wird, also das Holz selber lang genug gereift wird und so Barriques gebaut werden, die den Ansprüchen des Weinguts entsprechen. Paul Draper nimmt das sehr, sehr ernst, der langjährige Chef von Rich. Und so entstehen hier Weine, die zwar Würzigkeit mitbringen, auch irgendwie das ursprüngliche Terroir, wenn ich das mal so sagen darf, aus Kalifornien mit ins Barrique bringen, aber die nicht nach Vanille duften oder in die süßliche Aromatik gehen, sondern eher in die filigrane Würzaromatik gehen. So hat man hier halt auch wieder diese Cassis-Noten, ganz klassisch natürlich beim Cabernet Sauvignon allgemein. Man hat eine reife Brombeeraromatik wieder, so ein bisschen was von Heidelbeeren. Man hat diese feinen Würzaromen, die im Glas mit daneben her wobern. Also man hat so ein bisschen dieses würzige Zedernholz, leicht angebranntes Holz, so diese Rauchnoten, die durchaus vom Barrique kommen. Und der Wein ist meiner Meinung nach jetzt schon sehr, sehr komplex, aber wird auf jeden Fall noch viele Jahrzehnte überdauern können. Das ist halt einfach eine Spezialität bei Rich. Am Gaumen haben wir griffige Tannine, eine frische Textur und einen langen Abgang. Also meiner Meinung nach ist der Wein sehr komplett, aber ist eigentlich auch noch viel zu jung. Der wird noch einige Zeit überstehen können. Ja, dem kann ich beipflichten, lieber Konstantin. Also Diana und ich hatten seinerzeit auch so ein Highlight. Ganz am letzten Tag haben wir uns Rich noch angeguckt, haben dann Gott sei Dank auch einen Termin bekommen. Und es fühlt sich tatsächlich unendlich lang von Cupertino ganz hoch zu fahren. Wenn man dann aber oben steht und den Blick über Silicon Valley hat, zwischen den alten Bushwines, das ist wirklich beeindruckend mit einem schönen Glas Wein in der Hand. Man muss nur ein bisschen aufpassen, also tatsächlich überall stehen Schilder, Beware of Rattlesnakes. Also ich habe zwar keine Klapperschlange gesehen, aber so ein bisschen mulmig ist es einem dann schon, wenn da überall gewarnt wird. Und wir hatten auch das große Glück, in die Weinberge gehen zu dürfen. Es war ganz kurz vor der Lese des Cabernets. Wir durften dann tatsächlich auch einzelne Beeren natürlich mal probieren und hatten dann in der Winery auch ein ganz tolles Tasting, bis hin natürlich zum Montebello, auch etwas gereiftere Sachen. Das hat mich sehr beeindruckt. Das sind also nicht nur Fanatiker im Keller, sondern auch beim Weinbau selber. Also das ist wirklich schön, wenn man die Möglichkeit hat. Bei Rich ist es tatsächlich so, dass unter der Woche, ich sage jetzt mal, alles nur mit einer Terminvereinbarung geht, aber am Wochenende darf dann jeder sozusagen das Weingut besuchen. Das ist auch nicht ganz üblich. Und da gibt es dann ganz tolle Außenbereiche und man kann in wunderschöner Umgebung wirklich die Top-Weine genießen. Auch hier muss ich sagen, fantastisch strukturiert, immer elegant mit dem schönen Trinkfluss, nie zu üppig oder gar plump. Ja, vielen Dank, Konstantin. Sehr gerne.
So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Wein, der Silver Oak Cabernet Sauvignon aus dem Alexander Valley. Das Alexander Valley liegt im Norden von Sonoma. Silver Oak ist eins der führenden Weingüter sowohl in Sonoma als auch im Napa. Ganz besonderes Weingut, das in Anfang der 70er Jahre gegründet wurde und in Napa eigentlich seine Anfänge gefunden hat. Dann wurde sich dafür entschieden, dass man auch im Alexander Valley ein Weingut errichten möchte, weil man dort halt auch Trauben herbekommen hat und so einen separaten Wein macht. Das ist auch ganz besonders bei Silver Oak. Im Grunde genommen gibt es für einen Wein ein Weingut. Also es ist so ein bisschen dem Bordeaux-Prinzip nachempfunden. Es gibt auf dem Weingut einen Wein, der gemacht wird, der das Weingut ganz besonders repräsentieren möchte. Stilistisch war aber auch von Anfang an klar, dass das Weingut nicht Frankreich folgen will in der Stilistik, sondern was ganz Besonderes Eigenes machen möchte. Und diesem Stil sind sie ja halt auch über die Jahrzehnte absolut treu geblieben. Und hier merkt man das meiner Meinung nach auch sehr gut. Das Alexander Valley, wie gesagt, in Sonoma im Norden, in einem Teil, wo der Pazifikeinfluss deutlich schwächer wird, wo auch deutlich weniger Nebel hinkommt. Und so sind die Lagen dort sehr gut geeignet für Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, aber auch Sinfandel, also Weine, die ein bisschen mehr Kraft und Fülle mitbringen, im Gegensatz zu den kühleren Lagen im Süden, wo, wie gesagt, der Pinot Noir besonders gut gedeiht. Hier wird auch mit US-Eiche gearbeitet, aber die Stilistik ist ganz anders. Das Eichenholz geht mehr in diese Vanille- und Würzaromatik. Auch hier wird sehr stark aufs Holz geachtet. Das Weingut hat sogar seine eigene Tonnellerie, wo sie selber ihre Barriques herstellen, um halt genau die Stilistik im Fass zu bekommen, die sie sich vorstellen. Aber die Holzaromen müssen immer in Balance sein mit den reifen, reichhaltigen Fruchtaromen. Und hier hat man jetzt auch wieder die klare Cabernet Sauvignon-Frucht. Hier handelt es sich auch wirklich um einen Wein, der fast ausschließlich aus Cabernet hergestellt wurde. Knapp 95% des Cuvée oder 94% der Cuvée sind Cabernet Sauvignon. Und so duftet der Wein nach intensiven Fruchtaromen. Man hat so ein bisschen was würzig ist natürlich in der Kombination, aber es ist eine sehr stimmige, sehr amerikanische Nase meiner Meinung nach. Wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz klassisch für das Weingut selber. Und am Gaumen hat man eine reichhaltige Textur. Die Tannine sind schon ein bisschen geschliffener, finde ich, als der Rich, den wir vorher hatten. Ein bisschen runder. Das liegt aber auch daran, dass im Weingut sehr darauf geachtet wird, dass die Weine relativ spät erst in den Markt kommen. Die reifen 2 Jahre in den Fässern und dann nochmal 2 bis 3 Jahre in der Flasche, bevor sie verkauft werden, was natürlich für das Weingut selber auch eine Rieseninvestition ist, aber was dafür sorgt, dass man so halt Weine bekommt, also der Endverbraucher so Weine kaufen kann, die auch schon ein bisschen zugänglicher sind. Obwohl wir hier auch wieder bei einem Wein sind, der durchaus lange noch im Keller liegen kann, wenn man so lange warten möchte. Von daher hoffe ich, dass die kurze Verkostung hier mit 8 Weinen aus Kalifornien Ihnen Spaß gemacht hat, Sie vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen konnten, so ein bisschen die Begeisterung für kalifornischen Wein geweckt wurde oder noch größer gemacht wurde. Und vielleicht jetzt auch noch ein paar Gründe vor Ihnen stehen in Form dieser 8 Weine, um die Kurse zu machen auf der Capstone-Plattform. Ja, ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Es gibt einige Fragen, von daher, mir wurde schon eine Frage vom lieben Nils vorgeschoben, die will ich gleich mal beantworten. Hallo erstmal, Nils. Die Frage ist, ob es ein Umdenken von Blush-Sinn zu hochwertigen Rotweinen gibt oder gab in Kalifornien. Also ich gehe mal davon aus, dass es darum geht, ob diese Sinfandel Blush-Stilistik, diese roséfarbenen, süßlichen Sinfandels, ob die so ein bisschen vielleicht die von hochwertigeren Sinfandels ob stattdessen vielleicht mehr hochwertige Sinfandels verkauft werden in Kalifornien. Es ist durchaus so, dass es einen größeren Markt für diese Weine gibt, also für die hochwertigeren Sinfandels. Es wird immer mehr auch wirklich wertgeschätzt,
dass man halt diese alten Weinberge hat und man versucht auch immer mehr dort das Beste aus diesen Weinbergen rauszukitzeln. Ich muss aber auch dazu sagen, dass diese Blush-Stilistik auch weiterhin sehr erfolgreich ist und immer noch gerne getrunken wird, vor allen Dingen in den USA. Und da ist es nicht unbedingt so, dass die Stilistik in irgendeiner Form verschwindet oder verschwunden ist. Aber es gibt halt immer mehr wirklich spannende Weingüter, die sich richtig intensiv mit diesen alten Anlagen beschäftigen, vielleicht auch alte Anlagen entdecken, die lange Zeit nicht für Qualität, für die Qualitätsweinbereitung verwendet wurden und daraus intensivere, komplexere, spannende Rotweine zu machen. Ich finde, Zinfandel ist eine Rebsorte, die meiner Meinung nach immer noch unterschätzt ist, immer noch preislich auch deutlich unter dem liegt, was man für guten Pinot Noir oder vor allen Dingen für Cabernet Sauvignon aus Kalifornien zahlt. Von daher gibt es da noch definitiv viel Potenzial, weil das Weinbergs, die Reben sind da, die Qualität der Lagen sind da. Von daher geht es jetzt irgendwie so ein Stück weit nur noch darum, dass der Markt, das Interesse der Verbraucher auch geweckt wird für solche Weine. Ja, lieber Konstantin, heute habe ich gesehen, Mensch, hier war richtig viel los auf der Chat-Plattform. Viel hat Barbara ja auch schon dankenswerterweise beantworten können. Da war noch eine Frage von Herrn Firlus. 50% Quote für das Bestehen des nächsten Kapitels bei den Multiple-Choice-Aufgaben. Ja, das sind 15%. Dann war eine Frage von Herrn Kunz. Wie schaut es denn mit Berlin aus und Seminaren? Ja, also ich kann nur sagen, wir sind generell sehr offen, aber wir brauchen natürlich eine bestimmte Teilnehmerzahl, damit es sich lohnt. Ich selbst habe jetzt keinen Überblick und weiß noch nicht, wie viele sich aus Berlin melden werden. Aber prinzipiell, sage ich mal, sind wir flexibel und versuchen dann natürlich auch Ihnen ein bisschen entgegenzukommen. Gibt es denn sonst noch? Ich habe gesehen, viel ist bereits beantwortet. Ja. Immer dran denken, das sage ich jetzt nochmals, die E-Mail geht rucki-zucki raus an Sie mit den Anmeldeoptionen. Also bitte ausschließlich über uns anmelden, über die Wine Academy. Dann passt das auch alles mit den Preisen. Und ansonsten muss ich auch sagen, bin ich ganz happy. Heute ist alles super gelaufen, es gab keine technische Panne oder sonstigen Dinge. Sie waren ganz eng dabei, das habe ich auch beim Chat immer mal wieder so verfolgt. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen natürlich an den Bildschirm bedanken für das tolle Interesse, für das tolle Feedback auch schon. Freut uns natürlich sehr. Vielen Dank natürlich an Organize in Karlsruhe und direkt natürlich hier in Stuttgart für das ganz unaufgeregte Technikteam, das einen tollen Job gemacht hat. Und natürlich Florian hier von Organize, Diana, meine Frau, die ganz im Hintergrund still agieren und uns ermöglicht haben, auch diesen Auftritt zu ermöglichen. Konstantin, mein letzter Dank gilt natürlich dir. Ich bin immer ganz glücklich, wenn ich neben dir stehen darf, sowas moderieren darf. Macht natürlich Spaß, mit einem Master of Wine arbeiten zu dürfen. Und mich hat deine Verkostung sehr, sehr beeindruckt. Wenn du mir so von Kalifornien erzählst, habe ich immer den Eindruck, du kennst bald jeden Rebstock persönlich. Also kennst dich relativ gut aus. Chapeau und weiter so. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam oder auch jeder für sich natürlich was für California Wines tun können, hier im deutschsprachigen Bereich. Dann, wenn ich jetzt sehe, nein, ich glaube, wir sind am Ende mit den Fragen. Dann möchte ich mich recht herzlich verabschieden hier aus Stuttgart, wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Nachmittag und ich hoffe, Sie bald alle irgendwo im Präsenzunterricht bei mir zu sehen. Herzlichen Dank und tschüss. Ciao.